Willkommen zurück zu Secret of Mana. Ja, da wuseln wir wieder umher, unter anderem mit der Melli. Hallo. Und mit der Betty. Hallo. Ja, Mensch, das immer wieder, mitten im wunderschönen Wald, vielleicht der schönste Wald im ganzen Spiel. Und wir haben noch ein paar Drachen zu töten, ne? Hoffentlich. Ich will noch ganz, ganz viele davon. Der Ort soll nicht aufhören. Der macht nämlich... Der macht richtig Spaß, ja. Der ist so schön. Ich mag die Musik. Ja. Schön beruhigend. Das Spiel noch? Ah ja, so. Okay. So, wir haben jetzt im Vorfeld unsere Waffen nicht gecheckt, sondern uns blind drauf verlassen, dass das Sinn ergibt, was wir aktuell angelegt haben. Wir machen doch nur Sinnvolles eigentlich in diesem Let's Play, oder? Genau. Ja, eben. So. Auf. Sieht aber schön aus. So, ja, ich glaube, wir sind jetzt im Frühling oder im Sommer angelangt. Wisst ihr zufällig, von welchem Gegner der MP-Klau sinnvoll war? Also wir haben jetzt ein paar Tage wieder pausiert, liebe Leute. War der Krähenfuß nicht rentabel? Ich weiß nicht. Ich habe gerade der Cremefuß verstanden, also die Creme. Probiere ich gleich mal, wenn man die mal sieht. Die verstecken sich ja hier ständig im Gestrüpp. War da links jetzt gar kein Weg? Oh ne, da geht man runter. Ja. Ich glaube, da ist eh nur noch der Pilz eigentlich da. Ich glaube, der hat sich nicht so wirklich rentiert. Ja, ich versuch's im nächsten Stream mal. Okay. Wobei, aktuell habe ich ja volle MP, das sollte passen. Okay. Ich gucke aber gleich ganz kurz mal, wie das bei den Patronen aussieht. Vielleicht auch nicht. Boah, das sieht ja toll aus. Ist das jetzt der blaue Drache? Sehr naheliegend, ja. Oh, jetzt geht das Versteckspiel schon wieder los. Die könnten es ja aber auch mal anders verhalten. Elektroschock. Elektroschock-Atem. Okay. Und Melli direkt rein. Steht voll auf Elektroschock-Atem. Auf jeden Fall. War sehr elektrisierend. Ja, ich habe dieses Dreiergespann die letzten Male immer gelevelt. Wollen wir es einmal mit Analyse versuchen? Mhm. Ja. Warte mal, ich kann mal gucken. Es wurde ja jetzt auch aufgeschlüsselt in den Kommentaren, habe ich gesehen. Dass wir diesen letzten Harzinger-Zauber, da bekommt sowohl Melli als auch ich gegen Ende des Spiels irgendwas. Genau. Yin und Yang wurde das, glaube ich, genannt. Ne? Damit haben wir das Rätsel auch entknotet. Danke für den Hinweis. Ja, danke schön. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich Harzinger trainieren soll, um ehrlich zu sein. Wollt ihr ja nicht mal sterben? Wow, war das gerade Johns Schaden? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, wenn der selber Elektro ist, wird er ja irgendeinen Schwachpunkt haben. Garantiert. Er ist wirklich blauer Drache, das finde ich ja schön. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Die Kreativität ist unschlagbar. Aber langsam gewöhnt man sich auch schon dran, ne? Also ich spamme jetzt einfach Kontermagie. Ich kann euch dann leider nicht mehr heilen, also sterbt bitte doch nicht. Okay. Okay, wir geben uns Mühe. Okay. Ansonsten geben wir John ganz viel Honig. Oh nee. Genau. Und die Mädels, die können dann den ganzen Bonbon- und Schokoladenkram nutzen. Ich glaube, ja, das ist voll die gerechte Verteilung. Finde ich auch, das finde ich sehr gerecht. Also ihr macht mit euren Waffen auf jeden Fall gut Schaden. Wenn man trifft, ja. Ich weiß nicht, ob das bei John ist, aber... Apropos, ich kann ja auch einfach unsere Waffen verstärken. Mhm. Oh nein, das kann ich ja nicht, verdammt. Kontermagie. Ups. Ups. Jetzt kannst du der Drache, toll. Ja. Ja. Was hast du ihm jetzt für einen Effekt mitgegeben? Vereist er uns jetzt? Na, Statuen. Also wir werden zu streng, wenn er uns behauen sollte. Der fliegt ja nur um. Das erhöht auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad, ne? Hat ja auch was für sich. So, hier muss ich nämlich aufpassen, dass ich den günstigeren der beiden Zauber nehme, weil ich eine Zeit lang meine MP mal so schnell runtergewirtschaftet habe in irgendeiner Folge. Mhm. Boah, ich treff den halt nicht. Wirkt die Quantenmagie noch auf uns? Bringt es was, wenn ich das spamme, wenn es noch auf uns wirkt? Ich glaube ja. Ich glaube, sobald die Animation irgendwie zu sehen ist, zählt das. Also wenn du willst, kannst du dir jetzt mal angucken, was für einen Wert du hast. Das nochmal zaubern und dann nochmal vergleichen, ob der Wert nach oben gegangen ist. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, so sind wir auf der sicheren Seite. Wenn ich das so, dass du jetzt stundenlang spammst und dann geht das nicht voran. Das war Harzinger, ne? 45%. Okay. Betty ist viel zu klug für mich in dieser
zu dieser Zeit. Ich funktioniere noch. Nee, ich möchte nur immer gerne alles irgendwie messen können. Und ich glaube, Harzinger Level macht echt Sinn. Damit sparen wir uns eine Menge Frust gegen Ende. Ja, das stimmt. Oh, okay. Boah, das geht sogar relativ flott. Also klar, ist auch auf Stufe 0, aber es ist nicht umsonst. Okay, dann tut mir leid, ich muss weiter spinnen. So, John, jetzt sollten wir einfach demonstrativ uns vor das Monster schmeißen und um Heilung betteln und sagen, nein, Melody, hör auf. Ich werde euch nie wieder heilen können. Wir müssen uns eine neue Magierin zusammen rekrutieren, ja. Also eine Heilmagierin. Und die wirft halt einfach nur mit Bonbons um. Melly ist unbrauchbar, das gibt Abzüge im Arbeitszeugnis. Verdammt. Wo ist er denn jetzt? Wenn ihr sterbt, dann gibt es noch kein Arbeitszeugnis. Jetzt wird's makaber. Haha, er hat sich selbst geheilt. Oh. Ja, aber der sieht schon cool aus. Also das sind, finde ich, somit die hübschesten Bosse hier. Ja, auf jeden Fall. Ich bin richtig gespannt, wie der Mana-Drache hier aussehen wird. Oh ja. Im Original sah er ziemlich knuffig aus. Ja, ich fand auch. Der hatte so ein überniedliches Gesicht, ja. Ne? Und das für den letzten Endboss. Mm. Ich glaube, Melly hat ihren neuen Lieblingszauber gefunden. Ja. Bester Zauber. Weil wir können auch nicht angezaubert werden. Theoretisch. Ich meine, er macht sich auch nicht sehr viel Schaden mit seinen eigenen Zaubern, aber naja. Oh, Errungenschaft. Besiege blaue Drachen. Yay. Wobei, für die anderen Drachen gab es auch Errungenschaften, ne? Oder? Ich glaube schon. Juhu. Ein Drache weniger. Wann waren wir das letzte Mal bei Berti? Ich glaube, die ganzen Nebelvulkan-Orbs haben wir noch gar nicht umgebaut. Müssen wir ne? dann auf jeden Fall machen. Ja. Oh, ich wollte John gerade Schokolade geben, aber ja gut, tja. Wenn du schon wieder voll geheilt sein möchtest, auch okay. Schokolade erfolgreich dann abgewehrt. Schokolade, er will Honig. Fake News, als er damals erzählt hatte, dass er Honig nicht mag. Ja. Heimlich plündert der immer unsere Vorräte, ich sag's dir. Ich glaube auch. Jetzt kannst du es ja probieren, noch mal mit der. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Wenn Tränen wieder bei Bewusstsein sind. So, wie heißt das? Was bitte? Matanginit? Was das ist aber, glaube ich, der Pilz. Das ist aber nicht der Fuß, ne? Das ist der Pilz, genau. Ja. Bin ich jetzt immer noch zu weit weg? Nee, hier Greifenklaue. So, das haben wir sicher noch nicht gehabt, die Kontinuität. Jawohl, du hattest recht, Melly. Oder hat John das gesagt? Nee, ich glaube Melly mit dem Fuß, ne? Das war bei dem gut. Einfach, mach mir eine Gruppenarbeit draus. Genau. Das Team hat sich gut daran erinnert. Genau. Da. Küsschen, Betty. Oh. Post ist raus. Sehr schön. Inklusive Hades-Granate. Oh je, da mache ich die Post nicht mehr auf. Ein bisschen Angst vor der Hades-Granate. Ah, vielleicht bist du so mächtig mit deiner magischen Abwehr, dass sie dich am Ende nur ein bisschen kitzelt, wenn sie dich trifft. Das müssten wir jetzt natürlich ausprobieren. Los, hau uns! Okay, ich glaube, die sind alle hier tot. Das glaube ich auch. Ich will nicht, dass der Ort zu Ende ist. Wisst ihr noch, ich glaube, wir haben der noch ein geht? Stückchen. Also wenn sie jetzt wirklich... Ja, das war das der fünfte Boss hier? Ich habe nicht mehr gezählt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie viele das im Original waren. Das weiß ich auch nicht mehr. Ah, da kommt bestimmt noch was. Ich kann nicht drücken. Ach so, oh, ich bin's. Okay. Oh, wir sind da. Oh. Oh. Oh, voll schön. We did it. Now all you gotta do is revive that mana sword and get out of here. This feels like I'm dreaming. Did we really do it?
You made it. I'm glad I met you. And you too, for that matter. What can I say? You guys would have been lost without me. So much has happened to us in such a short time. Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the Mana Tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go! Keine Change. Habt ihr es auch gerade gesehen? Das ist keine Chance, sondern Change. Echt? Oh, keine Veränderung. Niemals. Upon the power of the Mana Fortress. Fire! Come. Awaken. Oh, where are we? Wait, where's the Mana Tree? Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close. What's going to happen to the world now? Dylok is... I have been awaiting your arrival. It is I, the Mana Tree, guardian of this world. Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the Mana Fortress has used up most of the world's mana. Soon, all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Only those with the blood of the mana tribe in their veins can wield the mana sword. Your father, legendary Taznikan Knight Saren, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil emperor, but he was badly wounded. With the last of his strength, he journeyed to Potos to retrieve the Mana Sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father? Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I was his wife. Your mother. We are of the Mana Tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana Tree to protect the world for future generations. Others, like your father, inherit the Mana Sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress. Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seeds of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the Mana Tree?
We finally meet, and now this? Talk to me. Mother! Mother! Oh, no. Mother. She... Sorry. I'll be okay. The manage right, though. I've got big shoes to fill. But I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking! That's why you're my number one subordinate! Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart. Just like your mother's in yours. That's the spirit. You guys ready? One, two, three! All right! Jo, das war doch eine schöne emotionale Szene. Ja. So viel zu dem Thema, wir haben noch so viele Bosse vor uns. Ja, ne? Ja. Dezent ja, verschätzt. Ja, das war's hier. Ganz knapp. Ja. Ja, schade um den Mana-Baum. Beziehungsweise es war ja ein kurzes Wiedersehen. Mhm. Aber ja, das Schwert ist jetzt reaktiviert und. Ja, schaut mal, das ist jetzt wuchtiger, meine ich. Ja. Nice. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, dass die Magien auf Level 8 gehen müssen, oder? Weil. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Also beim nächsten Gegner verteste ich das gleich. Mhm. Beziehungsweise Melly könnte uns einmal heilen oder so und gucken, ob da schon was nach oben geht. Stimmt. Falsch. Moment. Wobei, ich weiß nicht, ob du für die letzte Stufe nicht mehrere Male zaubern musst, um überhaupt einen Prozentpunkt Fortschritt zu haben, ne? Weil das dauert in der Endphase des Spiels schon ziemlich lange. Das stimmt, ja. So, wenn du jetzt nochmal guckst, also wenn da jetzt aha. Okay, sehr schön. Es geht. Okay. Das heißt, jetzt kommen wir auf Maximum. Gilt das auch für die Waffen? Garant. Wo wir die Orbs entsprechend machen. Sofern wir die Orbs gemacht haben. Von den Orbs ab. Ja, okay, stimmt. Okay, dann möchte irgendjemand fliegen? Oder? Ich nehme mal rein. Nein, wir halten uns wieder vorne. Oder, Melly? Ja. Also, die Umgebung hier schaut sehr schön aus. Das Wasser, ja. Toll. Mhm. Genau. Außerdem sind wir noch ein bisschen duselig im Kopf und das ganze Gewusel verursacht Migräne. So sieht's aus. Nicht zu vergessen die Hitze und alles. Ja, genau. Gut, wir haben nur noch eine Station, die ansteht, aber ich würde sagen, wir bereiten uns erstmal nochmal vor, ne? Ja, auf jeden Fall zu Berti. Berti, ja. Am besten gehen wir wieder hier in das... Ja, dann müssen wir übernachten. Walnüsse weiß ich nicht, wie es da um unsere Vorräte bestellt ist. Warum geht denn da nix? Oh, nein, da wollte ich nicht hin. Dezent verflogen. Ups. Das ist die Hitze, John. Ja, das ist die Hitze. Ist die Hitze. Deswegen gehen wir auch zur Wüste, wir wollen das Ganze ja authentisch Deswegen machen. Deswegen gehst du auch direkt zum Feuertempel, um einfach noch mehr Hitze einzuatmen. Ah, es geht noch mehr wie 40 Grad, das ist doch nix. Ah, hier. Mir ist zu kalt hier. So, da ist sie mal. Okay. Ich glaube, da oben müssen alle. Ja. Ja, da kann ich mitfühlen. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Jetzt können wir richtig fühlen, wie heiß es sein muss in diesem Dorf. Es passt nämlich super zu unserem Wetter. Absolut, ja. So, mein Bild ist übrigens gerade gefreezed. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal neu starten, sorry. Kein Problem. Ja. Mach mal gerade noch die Einkäufe und dann. Also die Orbs und dann. Okay. Nicht übrigens wundern, wir haben hier das Meister auf Stufe 7 erst gebracht, aber soweit ich es in Erinnerung habe, findet man die Waffenorbs in der Mana-Festung durch Random Drops, so war es zumindest früher. Okay. Okay, gut, dann machen wir eine kurze Pause, bis gleich.
Jo, und da sind wir wieder. Es läuft nun wieder alles. Und ja, ihr könnt weiter shoppen. Hm. Wollen wir nicht schlafen gehen? Das auch, ja. Mhm. Also bei Bertie haben wir jetzt alles, ne? Was wir an Orks noch... Okay. Alles, was offen war, ist gekauft. Haben wir irgendeine Waffe, die wir auf 8 schon leveln können? Nee, wie gesagt, die gibt's in der Mana-Festung, die auf die 8er Orbs. Ach, alle 8er, ja? Ja, soweit ich weiß, ja. Okay. Das heißt, das wird ja jedes Mal mega spannend, wenn ein Gegner eine Truhe hinterlässt, ne? Absolut, ja. I've come so far since I left Kotos. Of course you have. Kotos is leagues from here. I don't mean physical distance, really. Literally. Shush. I'm really grateful for the village and the elder for taking in an orphan like me. Even if they exiled me in the end. I don't know what to say. You homesick, bro? Not exactly. Just thinking that I've gotten a lot of help along the way to come this far. From you guys, too. We've been through a lot on this journey. And it ain't over yet. Yep, we still have a long way to go. But I'm gonna do my best to protect my village and all the people we've met. Na, dann mach das mal. Hm. Alles so in Aufbruchstimmung hier. Was ist da los? Hochmotiviert. Mhm. Ich finde, John aka Raiden hat voll die schöne Augenfarbe. Meine Cutscene vorhin auch gesehen. Ich finde es trotzdem nur schade, und das ging mir bei der Cutscene auch durch den Kopf, dass sie diese Lippensynchronität nicht bekommen haben. Ja, das stimmt. Aber naja. So, mein Bild ist wieder gefreezed, ihr Lieben. Es tut mir leid. Okay. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Okay. Kennst du ja nichts dafür. Genau. Wir gucken nochmal. Bis gleich. Jo, nach ein paar technischen Problemen sind wir jetzt wieder zurück und hoffentlich wird es nun besser laufen. Hallo. Wuseln kann es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wuseln läuft, ja. Ja. Mhm. Ja. Heute war mein Rechner mal der Übeltäter. Oh. Normalerweise wechseln wir uns da mal ganz gut auf. Wobei, ich glaube, John hatte noch nie Probleme mit der Technik. Ach, ich habe ja nur den Save verloren, aber sonst. Ja, da war ja was. Gut, jetzt sind wir quitt. Ja, jetzt sind wir alle quitt. Schauen wir mal, dass es nun läuft. Ich glaube, wir wollten noch shoppen, ne? Ja. Letzte Vorbereitung vor den letzten Dungeon. Ja, wobei bei Bertie sind wir, glaube ich, schon gewesen. Über Nacht haben wir auch. Genau, wir brauchen nur Vorräte. Noch Items. Ah ja, stimmt, ja. Nicht austreten lassen. Gleich zum Business. Okay. Ich bin so gespannt, wie die Baumana-Festung hier aussehen wird. Ich auch, ja. Mhm. Ich glaube, wir könnten nochmal zur Dämonenfestung, ob unser Raffi vielleicht sein Inventar geupdatet hat. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Schauen wir lieber mal nach. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Passiert das in dem Spiel, dass Händler ihre Ware updaten? Ich weiß es nicht mehr. Also wir gucken lieber mal. Aber die Mana-Festung wird halt gleich doppelt spannend mit den Truhen. Es gibt Orbs, aber es gibt auch ultimative Rüstungen, die es wirklich nur in den Kisten gibt. Ja, ja. Mhm. Okay. Ich hatte als Kind damals kein Glück. Ich habe in der Mana-Festung, glaube ich, ein Orb mal bekommen. Aber das war's. Also von diesen ominösen Rüstungsteilen noch nie was gesehen. Ich habe sehr viel bekommen, weil ich habe euch die Story erzählt mit diesem Rubiadem, dass wir da ewig und tausendmal durch diese Festung gelaufen sind und es wollte einfach nicht stoppen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie dieses Ding aussah. Das ist nur... Doch, das ist der das ist es, ne? Mana-Tempel? Die Dämonenfestung, ich weiß gar nicht mehr, heißt was jetzt das für ein Dungeon Mana-Tempel, ja. Das ist immer richtig. Ah ja. Jetzt müssen wir nur außen rumlaufen zu Raffi. ich habe so viel Zeit verbracht an diesem Ort. Also, weil wir das ja auch zweimal gespielt haben hier. Stimmt, ne? Ja. Voll das zweite virtuelle Wohnzimmer hier. Ist ein bisschen schade, dass es kein Backtracking gibt in dem Game, ne? Das ist jetzt wirklich, wir können sonst nichts mehr machen. Aber na gut. Wir könnten noch trainieren. Hust, hust. So. Ich bin echt am Überlegen, ob wir für die Mana-Festung nicht unsere Inventarkapazität erhöhen sollten. Weil wir können ja nicht mal ordentlich leveln, wenn wir die ganze Zeit aufpassen müssen, dass wir mit den Walnüssen zurechtkommen. Ja, gut, das stimmt. Waren das neue Sachen? Nee, ne? Das
Nicht Nein, nicht. Leider nicht. Okay. Also da war nichts Neues dabei. Sollen wir denn unsere Inventarplätze auf 12 erweitern? Ausnahmsweise. Also wir weil wirklich leveln tun. Können wir dann nicht, ne? Also das hat Vor- und Nachteile. Wir kämen schneller durch, wenn wir uns jetzt auf 4 beschränken. Ja, dann machen wir das, oder? Ich meine, wir haben ja das ganze Abenteuer brav durchgehalten mit dem regulären Maximum. Ich denke, das können wir uns gönnen, oder? Ich glaube auch nicht, dass wir es nicht schaffen würden, wenn wir uns auf 4 beschränken. Das wäre einfach nur so ein bisschen... Ja. Straighter durch. Mal gucken, wie haben wir das gemacht? Übers Menü, warte mal, ich probiere mal. Das ist wahrscheinlich eine denkbar schlechte Idee, aber ich glaube, das geht irgendwo. Bildschirm, Kostüme, Spiel, Gegenstandslimit. Ah ja. Okay. Nehmen wir einfach mal die 12. Wir müssen ja keine 12 Walnüsse kaufen. Vielleicht findet man dort auch welche. Ja. Geld haben wir genug. Theoretisch könnten wir die auch bei Raffi kaufen oder wollen wir die sparen? Ach komm, kauf einfach. Oh, ich meine, wir haben das Geld und wir werden es ja sonst nicht mehr los, also. Blondie darf mit der Kreditkarte von Hagen zahlen. Nice, der wird bestimmt. Der kriegt's ja eh nicht mit. Er ist ganz weit weg, genau. Genau. Ihr erzählt es ihm auch nicht, ja. Der sieht es dann später in seiner Post. Genau. Ja, was lässt er mich auch so lange allein, hallo? Ja, ja, dann knüpperst du ein bisschen mit den Augen, machst nochmal so ein bisschen Fake-Wimpern ran, setzt den Hundeblick auf und ziehst dir was Schönes an und dann wird er dir schon verziehen. Oder auch gar nichts. Ich weiß ja nicht, wie Hagen so tickt. Wobei, wie heißt der hier irgendwas mit D, ne? Dulak, Dailak. Genau. Also du, ja, sowas. Dulak. 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 Dulak, ey. Du hast zu viel Lack gesoffen, Dulak. So. Okay, da ist er. Oh, Trommelwirbel. Es ist soweit. Aha, okay, ja, das funktioniert. Ja. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Okay, da waren komische Röhre. Das sind wir nun. Der letzte Dungeon, Leute. Oh ja. Das mal kann ja was gucken, werden. Aber war der Boden nicht mit mehr Lichtern versehen? Das war Kommt das vielleicht noch. Okay. Let's go. Oh mein Gott. Oh, warte, ich kann uns da wieder mit Zeugs zuspammen, also... Ja, stimmt. Hast ja beim letzten Mal deinen neuen Lieblingszauber entdeckt. Du möchtest uns einfach nur nicht mehr heilen. Du hast uns nicht mehr so lieb wie am Anfang des Projekts. Gibst doch zu. Oh. Von der Kümmerin zur Knechtin. Ich will euch einfach nur mästen mit Schokolade und habt ihr jetzt eigentlich den Hatzinger-Zauber? Nee, also Melly hatte den gerade noch nicht. Das kann, ich hab ja auch noch nichts. Es kann sein, dass der wirklich erst kurz vorm Drachenkampf kommt. Ich hoffe, der kommt nicht erst ab einem bestimmten Level, weil dann dauert's noch ein bisschen hier. Nee, das auf keinen Fall. Okay. Ich könnte theoretisch jetzt auch die anderen noch leveln, weil wir ja jetzt mit den Zaubern auf Stufe 8 kommen können. Aber eigentlich brauchen wir nur Hartzinger am Ende, oder? Ja. Und ich glaube, das müsst ihr dann auf mein Schwert zaubern, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube auch. Yay, Level 1. Juhu! So schnell kann's gehen. Schnell, in Anführungsstrichen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, ob es was bringt, wenn ich den Zauber auf uns spreche, während wir noch diese Kontermagie drauf haben. Das ist das Problem. Das weiß ich auch nicht. Autsch. Aber solange die Prozente nach oben gehen. Die gehen auf jeden Fall hoch, ja. Ja. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Uns im Menü Monster und NPCs und so angeguckt. Das sollten wir final auf jeden Fall noch tun, stimmt. Ja, wobei wir zuletzt, glaube ich, wenig neue Charaktere kennengelernt haben. Aber es gab ja auch so eine Monster-Enzyklopädie, ne? Dann lasst uns gerade noch ein bisschen kloppen. Dann sind nämlich die Monster in der Mana-Festung auch drin. Dann können wir uns die nochmal anschauen. Ja. Ey, die sehen cool aus, diese Köpfe hier, die fliegenden. Die haben was. Ich werde mal gleich eine Schokolade nehmen. Achso, ich dachte, du willst ihm jetzt eine Schokolade in den Mund stecken. Ja, mir aus, als hätte er da voll Bock drauf. Nein, meine Schokolade. Tja, Melly, das hast du davon, von deiner Zauberkontersucht. Die sind direkt Hüftgold zur Strafe, ja. Oh nein. Die war sehr gut. Böse Menschen bestraft das Leben. Oh. Ein Karma wacht über dich. Aber Hartzinger. Ich
bin immer wieder erstaunt, wie viele Schadensmengen hier zustande kommen. Und ich frage mich immer, wer das macht. John, lädst du? Ach nee, nee, Melly lädt seine Waffen auch auf, ne? Bei Melly habe ich aber gerade einen Ladebalken gesehen. Ich möchte nicht über Ladebalken nachdenken nach der PC-Odyssee heute. Ah, genau, hier sind die leuchtenden Böden, die ich meinte. Ah, ja, genau. Okay. Voll die Diskothek hier. Also die Stromrechnung will ich nicht zahlen. Nee, ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie das Zentrum von Vattenfall hier. Autsch. Oh, ich bin ein Mokri, yay! Die Zentrale wollte ich eigentlich sagen und nicht das Zentrum. Voll die Wortfindungsstörung. Aber wie war das beim letzten Mal? Die Hitze ist schuld. Immer, ja. Ja. Ich gebe uns mal eben was von Johns Honig. Ja, macht nur. Ich glaube, Mokris mögen wir besonders sehr. Wir können das aber, das ist jetzt schwer zu entscheiden, aber theoretisch können wir das auch ein bisschen zurückfahren mit dem Zauberkonter. Was ist der andere Zauber, den du da zur Auswahl hast bei Hartzinger? Wiederbeleben. Mhm. Ach so, ja, okay. Ich meine, ich kann mal schauen, ob wenn ich... Oh, Kiste. Nein, Betty! Okay. Ich belebe dich wieder. Dankeschön. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viele MP ich kriege. Achso, die sind noch am Absaugen hier. Wir haben einen Brustschutz bekommen, aber ich glaube, den haben wir schon, ne? Ich weiß es nicht mehr. Boomerang hat gerade ein Level abbekommen. Yay! Ich probiere mal. Ja, ich kann das auch nicht aussehen, wenn nicht einer von euch beiden halt, naja, unpässlich ist halt. Schauen wir mal. Oder, ja, machst immer... Ja, okay. Aber es ist trotzdem wertvoll, ne? Also könnte man für gut... Theoretisch, ja. Wenn wir nicht so stinkreich werden. Halt, ja, genau. Man hat hier halt irgendwie nie Geldprobleme. Soll ich gerade irgendwas sagen? Ach ja, Melly, du machst Zauberkonter immer auf die ganze Gruppe, ne? Ja, stimmt. Ich könnte es eigentlich nur auf eine Person machen. Genau, mach das mal nur auf eine Person. Am besten auf die am wenigsten schnell verreckt. Also auf John. Ja. A.K.A. Raiden. Also es sei denn, er findet jetzt wieder Gegner, die so auf ihn absehen, ne? Bis jetzt nicht, so. Aber wer weiß. Rain. Okay, das probiere ich. Machen wir mal das jetzt zu. Ach, und ich wette, die Gegner gehen jetzt immer auf den, der Zauberkonter hat. Garantiert. KI ist bestimmt so gemein. Ja. Der heißt Tsunami, ist ja süß. Oh, Tsunami ist tot. Und ich caste die ganze Zeit Darmdurchbruch auf die Gegner. Also falls ihr Gesicht komisch verziehen, dann wisst ihr, woran es liegt. Oha, wir haben ja aber auch gerade eine Analyse mal drauf machen. Kannst du gerne machen, ja. Obwohl, Melly sollte die Kisten nicht öffnen, denn wenn jemand von uns verreckt, dann kann sie mit Hartzinger Wiederbelebung casten. Das ist richtig, ja. Die leuchtet jetzt rot. Was heißt das? Rot ist meistens nicht gut. Moment, schauen wir mal, was die andere macht. Und läuft auf den Abgrund zu. Jetzt habe ich Angst. Die leuchtet auch rot. Jetzt wissen wir es. Ja. Also, ich mach die eine raus. Auf und du die andere, John. Schokolade. Oh. Okay, rot ist nichts Schlimmes. Ja. Schokolade. Hast du die Peitsche gerade, Melia? Mhm. Okay, sonst hätte ich die angelegt. Ach so, das sind Peitschen-Festhaltvorrichtungen. Okay. Die sahen irgendwie komisch aus, diese Kristalle. Dämonenring. Oh, der klingt nice. Oh ja, so viel zu dem Thema voll selten. Die haben hier wahrscheinlich die Droprate auch um 50% erhöht oder so. Da haben wir eine der ultimativen Rüstungen. Gar nicht so viel besser. Nee, finde ich auch. Aber, naja, ein Tick immerhin. Aber der Versteinerungseffekt, der ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Ne? Betty, schau du dir das mal an, weil du hast eine andere Waffe, sehe ich gerade. So ein anderes Armteil, ne? Armschutz, ja. Entschuldige. Lucia. Nee, bei Melly ist die Verbesserung größer. Jetzt müsste John nochmal gucken. Ja, ich hab das gleich wie Melly, von daher. Achso, dann solltet ihr das unter euch ausmachen. Aber ich würde es tendenziell eher Melly geben, weil Melly gefühlt weniger einstecken kann. Okay. Und weil sie, auch wenn sie sich gerade weigert, uns zu heilen, halt trotzdem immer noch unsere einzige Heilerin ist, ne? Genau. Jetzt weigere ich mich ja nur noch John zu heilen, also Raiden. Ja. Die streikt. Sie geht in den Heilungsstreik. Ihr habt bessere Konditionen hier. Ich will mehr Schokolade und
Bessere Arbeitsbedingungen, nicht so lange Arbeitszeiten. Genau. Sterbt mal öfters, damit ich Harzinger trainieren kann. Das ist Ausbeutung hier. So. John braucht seine Medizin. Oder Raiden. Er braucht seinen magischen Ring, von dem er besitzen ist. So, also diese komischen Köpfe werfen jetzt nicht so viel der MP ab. Mhm. Mal gucken, was der Assassine so kann. Das wäre jetzt witzig, wenn der voll viel MP hätte. Und der hat knapp doppelt so viel. Nice. Wahnsinn. Muss ich nicht verstehen. Nö. Der andere hat doch förmlich gebrannt. Der war doch förmlich ein magisches Produkt. Aber gut, man soll Gegner nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, ne? Wir haben ja alle schon Spiele gespielt, wo besonders harmlose aussehende Gegner die allerschlimmsten waren. Ja, das stimmt. Ja. Soll ich jetzt eigentlich die eine Waffe lieber auswählen, die schon ziemlich hochgelevelt war für die letzte Festung? Oder soll ich meine Peitsche behalten? Eigentlich ganz wie du magst. Für ich den letzten glaube, Boss wird es eh keine Rolle spielen, weil da brauchen wir nur das Schwert des Helden. Und ja, okay. Ja. Also ich würde dir empfehlen, die Waffe zu nehmen, mit der es dir am meisten Spaß macht zu kämpfen. Okay, ja. Dann behalte ich meine Peitsche. Dann gibt es ja noch einen Boss davor, da brauchen wir eh das Laser Inferno größtenteils. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch einen Zwischenboss gab. Bin ich sicher. Das war jetzt aber auch nicht allzu gut gelevelt, ne? Weiß ich nicht. Was genau meinst du, das Laser Inferno? Genau. Laterna war das, glaube ich. Ich kann mal kurz nachschauen. Ich glaube, aber der war zumindest schon auf Level 6 oder so. 7 oh, sogar. Oh, Puck ist auf 7. Okay, Dabba. Das ist ordentlich. Ja. Ah, okay. Ach Gott, diese Dinger. Ich mag die Farbe von denen. Ja. Ja, es sieht so kühl aus. Die sehen so ein bisschen ja, stimmt, weil Unterbewusstsein wird sich wahrscheinlich sagen, Kälte. Kälte. So, die ist schon kaputt. So, alle einsteigen. Ah, ich finde die aber hübsch, die Mana-Festung. Absolut, ich mag auch das Level-Design, immer wieder schön. Oh mein Gott, ein Buch. Ja. Wie waren das nochmal? Die haben auch, glaube ich, Zauberkonter ganz gerne auf sich gemacht, ne? Ja, nachher. Ja, da haben sie schon drauf. Teufelsbibel, geiler Name. Okay, hat mein Zauber jetzt noch getroffen? Ja, oder? Manchmal. So, ja, okay. Ist da Gesang in dem Lied im Hintergrund? So ein bisschen, ja. Das war im Original aber nicht, oder? Oh mein Gott, ich bin ja gespannt, ne? Bei dem Boss kommt ja eine meiner Lieblingstracks bei diesem Thanatos. Oh ja, ich auch. Hoffentlich haben sie das gut gemacht. Das ist das geilste Boss-Team ever. Eigentlich können die das nur versemmeln. Ja, also da, glaube auch. Da kommt einfach nichts rum. So, wir haben jetzt drei Wege, wenn ich das richtig sehe, ne? An zwei Stellen können wir uns mit der Peitsche runterziehen. Ja, führt was. Ah ja, stimmt. Und nach oben links kommen wir auch. Achso, die vervielfältigen sich, okay. Ja, das sind so typische Schleimmonster. Aber sie werden kleiner, so süß. Hm. Die haben aber große Hände. Ja, die werden halt noch. Die wachsen noch ein bisschen. Als hätten die den Begriff Patschehändchen erfunden. Wobei, ne, die Verniedlichung streichen wir. Patschehände. Ja. So, an der Stelle würde ich aber sagen, machen wir Schluss für diesen Part. Und es wird dann bei Melly spannend weitergehen hier in der Mana-Festung. Auf jeden Fall. Also, bis denne. Ciao. Macht's gut. Tschüss.